Recht herzlich willkommen zur 41. Folge von Stellaris. Ja, hier sind wir in unserer Welt. Mal einen Überblick über alles, ne? Hier unten, so hier so lang geht unser Ding. Und hier oben wollen wir ja hin im Endeffekt, weil da so eine schicke Welt ist, die man am besten wohl bewohnen kann. Gut, wir sind aber auf dem Weg hierhin und da sind wir erstmal unterwegs. Unterbrochen. So, wir haben hier ein Defizit in Mineralien und 3700 kommen dazu. Jetzt müsste man mal gucken, hier steht was von 4 zum Beispiel. Lohnt es da was zu bauen? Ah, da wären nochmal 2 und da nochmal 2. Das sind jetzt nicht 4 auf einmal. Wir haben letztens irgendwo sowas gehabt, wo 4 Stück auf einmal waren, ne? Ist das hier erforscht? Warte mal, Forschungsschiff. Hier. Nee, will ich jetzt nicht. So. Forschungsschiff. Nee, irgendwie ist das doof gerade. Lass das Forschungsschiff da weiterarbeiten. Hatte das hier eine Aufgabe? System erkunden wahrscheinlich. Okay, dann lass das da laufen. Warum das da jetzt nicht ging, weiß ich auch nicht. So, wir haben Kolonieschiff. Das steht wo? Wohl da, oder? Das würde ich jetzt mal einfach nach hier verfrachten. Und dann haben wir noch eins. Das steht schon hier. Aber da haben wir schon, ne? Das würde ich jetzt einfach sagen, fliegt schon mal dahin, oder? Pech haben, ist es nachher weg. Und das ist ja schon unser Planet, oder? Kolonisiert Planet, okay. Das müsste also definitiv schon eins sein. Hier ist ja schon, ne? Umgebaute Schiffsunterkunft, passt also. Okay. Dann nehmen wir mal die Pause raus und die fliegen weiter, ne? So, schauen wir hier weiter mal rein. Da sind wir fast fertig. Da dauert's noch. Weitere Infos hier. Verfolgen beenden. Tja, gute Frage, ne? Bewohnbare Welten erkunden, 7 von 8. Auch schön. Drohnen demontieren. Ja, habe ich eigentlich gemacht. Da ist irgendwie ein Bug drin, oder was? Hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Das ist leider, leider komisch. Ja, Kontakte ist auch schön, ne? Negativ über uns, positiv, positiv. Wer sind denn die? Kann ich da auch hin? Geht irgendwie nicht, ne? Ist irgendwas passiert, glaube ich, oder? Ach, Shelter ist wohl angekommen, ne? Konstruktionsschiff. War das hier? Ja, guck mal hier, da kann man 6 Stück anbauen. Das ist ja genau das, was ich gerne hätte. Ach so, da müssen wir erst das Konstruktionsschiff auswählen. Na da. Bergbaustation bauen. Das ist ja top, 6 Stück auf einmal, ne? Müsste gehen. Dann haben wir 4 plus da oben. Nahrung ist ein bisschen schwach, da ist es schon. Das ist hier die Asara-Administration. Wie heißt denn der Laden hier? Komme ich jetzt nicht hinter, ne? So, wir müssen wahrscheinlich hier hinklicken, ne? Mubla Prime. Ach so, wird noch gemacht. Hatten wir auch schon gesagt, ne? Hier gibt es auch noch 2 Forschungspunkte. Gehen wir mal dahin, wo die am Forschen sind. Okay. Das wäre nett mit rein. Was war das? Das blitzte gerade hier doch, oder? Neue Animation oder was? Oh. Hm.
können wir erforschen, ne? Aber die machen erst noch den. Und dann machen wir das. Jetzt ist der auch noch gestorben, ne? Kannst du nicht sein, oder? Oh. Mach das weg. Neuen Sektor erstellen? Nee. Neuen Sektor erstellen, ja. Der geht noch nicht. Der geht. Das sollten wir untersuchen. Gute Idee. Kann man das umändern? Ja. Oh, dann ist der weg. Schade, ne? Nehmen wir den wieder weg? Ne, lass mal so. Und dann noch einen Sektor erstellen, würde ich sagen, ne? Komm, na. Noch einen Sektor brauchen wir jetzt. Was machen die? Technologie forscht. Okay, dann machen wir das schnell erstmal fertig. Ermöglicht Abbau von, was war das? Fismaranischen Staub. Okay. Gut. Nächste Forschung ist hier. Also Bio, neue Welten, Staatskunst. Günstige Kriegsforderungen. Hm, brauche ich nicht. Ah, da können wir aktive Vulkane beseitigen. Das ist vielleicht nicht schlecht, ne? Agrarsubventionen und Hydrokulturfarm. Da gibt's Essen, ne? Dann würde ich fast sagen, machen wir erst das hier, ne, oder? Und danach die Vulkane entfernen, ja. Gut, das weg. Und jetzt muss ich nochmal den Sektor... Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das geht. Was haben wir hier eigentlich so? Sektorkartenmodus. Okay. Detailkartenmodus. Ja. Mehr. Strategische Ressourcen, Spezies, Anführer, Traditionen. Expansionsplaner, auch interessant, ne? Mhm. Ja, da müssen wir uns auch mal ein bisschen mit beschäftigen, aber jetzt gerade nicht, ne? Forschung, mehr. Kontakte, nö. Nee, das ist hier irgendwie noch nicht so, was ich wollte. Outliner ist das. Planet Nummer 3 steht da. Da unten geht's weiter, ne? Sektor verwalten. Okay, warte mal, den können wir noch dabei nehmen. Dann sieht es doch schon gut aus, oder? Den könnte man noch dabei nehmen zu dem. Das will ich aber nicht, weil ich möchte das noch an extra Sektor machen. Okay. Ah, da. Ein Sektor Anführer hinzufügen. Machen wir die. Und Mobler Prime. Das wird, glaube ich, erst noch gemacht, Mobler Prime, oder? Ist das schon fertig? Ne? Da muss auch ein Gouverneur hin. Machen wir den. So, und dann hätte ich gerne aber noch einen weiteren Sektor. Und wie kriege ich den hin? Gute Frage, ne? Sektorfokus auswählen. Landwirtschaftlicher Schwerpunkt. Okay, da kann man das auch noch ändern. Hm.
Müsste man jetzt genau überlegen, was geht und was geht nicht, ne? Schließen. Wenn ich jetzt dahin gehe und dann... Dann kann ich den rechts klicken. Toll. Sektoreinstellung. Bringt mir nichts. Ne, Kontakte war falsch. Hier war richtig, wenn, oder? Regierung reformieren. Visual Demografie. Okay. Hier ist noch was schick am Blinken, aber wir können da nichts machen. Ich krieg's jetzt mit der Sektorgeschichte nicht hin, oder? Vasall erstellen, Regierung. Ich wusste schon mal, wo es war, ne? Spezies, strategische Ressourcen, Planeten. Jetzt kommen wir hier Sektor. Observatorium. Da oben steht's doch, Mann. Neuen Sektor. Da. 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 Dort. Und der geht nicht, oder was? Ja, gut. Dann halt nicht. Ach, die Reichshauptstadt ist es. Deswegen. Alles klar. Erledigt. Schließen. Ja, aber wir brauchen noch irgendwie, was ist das hier? Anführer an einer neuen Stufe erreicht. Okay, jetzt ist er weg, der Anführer. Sektor Demis Prime. Und Anführer hinzufügen. Verfügbar. Gut. Jetzt haben wir das so. Das ist auch gut so. Und da haben wir zwei Einzelleute. Die machen mehrere Planeten, die einen. Sektoreinstellungen. Ja, gute Frage, ne? Die machen da miese. Die machen null. Und die müssen das Plus machen. Auch Hammer, oder? Magnetische Unterbrechung. Schade. Gut, Sektoren erledigt. Jetzt müssen wir aber... Wo war die Anomalie? Das ist jetzt die Frage, ne? Steht doch bestimmt hier drin, ne? War das hier? Situation? Ja, Bergbau. Oh, ne? 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 Ach so, das war hier, ne? Ist aber nicht da drin, ne? Da war's. Da wird es auch angezeigt, ne? Zack, erforschen. Gehen wir ins System, nehmen das Forschungsschiff und erforschen. Keine Wissenschaftler. Ach ja, wir haben auf dem Schiff hier keinen Wissenschaftler. Das war noch ein Problem. Super. Leitet, leitet und leitet. Rekrutieren. Hier ganz jung mit 35 Jahren und da sogar 34. Was ist das? Okay. Also, ich glaube, wenn, obwohl Anomalien Fehlschlagrisiko minus 25% ist natürlich richtig cool dafür, ne? Das letzte oder das? Ich glaube, wir nehmen das. Und dann nehmen wir den. Und dann gehen wir dahin und erforschen die Anomalie. Wunderbar.
Gut, dann sind wir auf einem guten Weg, wieder was weiterzumachen. Hier sollte man vielleicht, ne, diesen Dreier-Ressource nutzen, vielleicht. Aber nee, machen wir jetzt nicht. Aber wir brauchen Essen. Essen ist schlecht. Essen ist schlecht. Wie weit sind die denn hier mit ihrem Planeten? Gehen wir mal rein. Ne, wo war der? Doch, das war der. Können wir da Oberfläche was bauen jetzt schon? Oh shit, können wir da nicht wegmachen, ne? Geht leider nicht. Da, wo es Essen gibt, können wir nichts wegmachen. Schade. Aber die sind schon kräftig hier am Wachsen. Ja, hier ist auch Essen, ne? Sonst wären die Viecher da ja auch nicht, ne? Warte mal, das ist Wachstum. Was heißt dieser Balken? Fraktionszufriedenheit ist 51%. Ich glaube, das ist der Balken. So, dann machen wir da doch mal. Was ist jetzt hier? Faszinierend. Aha. Faszinierend. Zeitkritisches Projekt. Erforschen. Ach, super. Karte verfolgen? Nee. Gehe zu. Ist das unser Forschungsschiff? Ja. Die beiden sind auch schon uralt. Und die sind alle drei schon uralt. Super, ne? Zwei Sterne? War da nicht zwei Sterne irgendwie? Ach, unser ist mit zwei Fähigkeitspunkten zu klein. Ändern wir den gerade, weil das will ich jetzt wissen, ne? Ja. Nee, warte. Was war das jetzt? Zeitkritisches Erforschen. Können wir. Und danach können wir wieder alles zurückmachen. Dann kann auch der da weitermachen erstmal. War der das? Keine Ahnung. Wir kriegen auf jeden Fall die andere Mini auf der Reihe. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal für diese Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.